Hey ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Und zwar spielen wir Pokémon Y für den Nintendo 3DS. Ja, neben Schwarz 2 werde ich auch noch Pokémon Y zocken. Natürlich möchte ich das auch mit euch machen. Ich hoffe, dass die Videoqualität besser ist als damals im ersten Part von Pokémon Schwarz 2. Weil ich jetzt mit der Kamera aufnehme, weil ich den ersten Part nicht aufnehmen konnte. Ich werde den vielleicht nochmal neu aufnehmen. Wenn nicht, tut es mir leid, weil ich es dann vergesse. Und ich hoffe, dass euch es Spaß macht, mich mit diesem Let's Play sehen, unterstützen, wenn ihr wollt. Und ja, dann lasst ihr jetzt noch den Fertig durchlaufen, dann werden wir auch anfangen. Und ich hoffe, dass ich auch nicht zu laut oder zu leise bin und dass die Musik auch nicht zu laut oder zu leise ist. Das hoffe ich jetzt einfach mal. Willkommen in der Welt der Pokémon. Oh yeah! Mein Name ist Platan, ich arbeite in der Kaffee-Region als Pokémon-Professor. Wie du vielleicht weißt, wird diese Welt von Wesen bevölkert, die man Pokémon nennt. Die Pokémon sind rätselhafte Lebewesen. Man findet sie überall auf dem Globus. Manche von ihnen leben auf dem Land, andere in der Luft und wieder andere im Wasser. Die Pokémon und wir Menschen helfen einander, wo es auch geht, und leben einfach miteinander. Okay, die Stimme sollte ich lassen. Aber sag mal, bist du eigentlich ein Junge oder ein Mädchen? Ein Mädchen. Wie sieht's aus? So. Bitte. Aha, verstehe. Und wie lautet dein Name? So, ich bin die kleine Seli. Ja, ich bin die kleine Seli. Ich bin richtig mini klein. Seli heißt also, ist das richtig? Jupp. Seli, was ein toller Name. Seli, in wenigen Augenblicken wirst du in den Kreisen ankommen. So, den schaffe ich nie zu lesen. Und jetzt wünsche ich dir eine gute Reise. Auf geht's in die Welt der Pokémon. Den zweiten Teil, geht immer so schnell weg. Ich kann den nie vorlesen. Ich hab's versucht, aber ich krieg's nie hin. Ja. Und ich hoffe, dass diese Aufnahme jetzt mal nicht fehlschlägt, weil es ist jetzt schon die vierte, die ich mache. Ja, schon die vierte. Bei der ersten ist meine Kamera ausgegangen, bei der zweiten weiß ich nicht mehr, was passiert ist, bei der dritten ist mir die... Nee, bei der zweiten ist mir meine Maus runtergefallen, bei der dritten habe ich nur aufgenommen, bloß dann war der Akku leer und ich hoffe, dass die nicht fehlschlägt. Aber egal. So, warte, bevor... Ups. Option. Werde ich auf jeden Fall Texte 1, dann hier das auf Ding stellen. Knopfbelegung, L-Knopf gleich A-Knopf, das habe ich immer. So. Und so. Seli betrachtet sich im Spiegel. Und hat sich geschwind umgezogen. Boah, ey. Checker. Jetzt gehen wir runter. Guten Morgen, Baby. Du hast geschlafen wie ein Stein. Hast dich vom Umzug erholt? Es wird Zeit, dass er das frische Luft schnappt. Wie wäre es, wenn unsere neuen Nachbarn begrüßen gehst? Oh Mann, die rum. Okay, Mama, ich geh spielen. Ich geh spielen, yay! Oh, hallo. So, jetzt bleib so, sitz. Hallo, ich bin Caleb und ich wohne gleich nebenan. Ich bin Sanna, schön dich kennenzulernen. Wir sind hier, um dir eine Nachricht zu überbringen.
In der Kreisregion gibt es einen berühmten Pokémon-Professor namens Klartan. Er hat uns drei und zwei weitere Kinder für einen besonderen Auftrag auskommen. Wo er dich kennt, obwohl du gerade erst nach Assisia gezogen bist, ist uns eher gesagt schleierhaft. Aber das finden wir schon heraus. Gehen wir erstmal ins Nachbarstädtchen. Dort bekommen wir angeblich Pokémon! Also los, den letzten beißen die Yorkless! Und boing! Boom, Baby! Dann gehen wir mal ins ins Nebenstädtchen. Runde 1 Assisia-Fahrt und die sinnlosste Route aller Zeiten. Und mit allem toller Musik. Aquarelia. Hey Seli, hier drüben sind wir. Wir haben gerade von dir gesprochen. Komm, setz dich zu uns. Da wissen wir also, Seli. Das wäre der vereinbarte Treffpunkt. Darf ich vorstellen? Das ist Seli. Oh, hallo Leute. Du bist das also. Sonne hat schon von dir erzählt. Seli kennt die Hälfte von uns doch gar nicht. Ich stelle die Wessel mal alle vor. Das ist Tiano, er liebt importierte Tänze. Das ist Roato, ein Meister, der bei jedem Test die volle Punkte abrollt, aber trotzdem sehr bescheiden ist. Schön, euch alle kennenzulernen. Was haltet ihr davon, wenn wir den neuen Mitglied unserer kleinen Gruppe einen Spitznamen geben? Wie findet ihr zum Beispiel Lady S? Nächster, ich habe eine viel bessere Idee. Mini S passt viel besser zu ihr. Boah, Sanna, reg dich mal ab. Roato, hast du auch einen Vorschlag? Was? Ich soll einem wildfremden Menschen einen Spitznamen geben? Aber gut, wenn ihr darauf steht, wie wäre es denn mit Madame S? Fragen wir am besten die, die später mit dem Spitznamen leben muss. Also ich bin so schlecht im Spitznamen ausdenken. Also mein Spitzname ist eigentlich Seli, aber das heiße ich ja hier wirklich. Ich spiele deswegen, weil ich so schlecht bin im Spitznamen ausdenken, würde ich sagen, nehme ich Lady S, bei dem mir von den drei am meisten gefällt. Du bist also Lady S genannt. Ich kann nicht mehr sprechen und nicht mehr vorlesen. Du willst also Lady S genannt werden. Ja. Schön, Lady S ist echt der perfekte Spitzname für dich. Ich werde ich kann kein Deutsch mehr. Wir werden uns bestimmt gut verstehen, also nenne ich dich einfach so. Einfach so, ich werde gezwungen dazu. Oh mein Gott. Aber jetzt spann uns nicht länger auf die Folter, Tiano. Zeig uns endlich die Pokémon, die unsere zukünftigen Gefährten werden sollen. Mach ich sofort. Private Tomato und ich haben schon Punkt. Ich kann kein Deutsch mehr. Private Tomato und ich haben schon Pokémon und keine Punkte. Trotzdem bin ich irgendwie neidisch auf euch drei. Ja, weil wir bessere kriegen. Oder ich zumindest. Ja, und zwar haben wir jetzt auch etwas von Igamaru, Fünf und Foxy. Kritik. Ja, Kritik. Oder Bewertung. Igamaru, sehr süß, mag den Typ, später, Pflanzekampf, finde aber die Weiterentwicklung hässlich, so kurz und knapp. Fünf, auch sehr süß, ich mag die Weiterentwicklung, die sehen für mich irgendwie, ich weiß nicht, ich finde die total stylisch und ich mag den Typ total, Feuerpsycho, der, keine Ahnung, das hat so bei mir gewonnen damals, wo ich es erstmal durchgezockt habe. Und Feuer ist mein Lieblingstyp. Neben Eis. Foxy, auch sehr süß. Wasser und Licht, interessanter Typ. Quajutsu, geiles Design. Sehr schnell, mag die Werte, kann man auch gut für Wi-Fi-Kämpfe benutzen, also kann man nicht meckern. Aber da Feuermanns Lieblingstyp ist, nehme ich natürlich Finxi. Ja, ich möchte Finx nehmen. Ich finde es so süß, es ist so toll. Fünf erhalten. Möchtest du den Pokémon, für das du dich entschieden hast, einen Spitznamen geben? Ja. Und natürlich hat Serena natürlich auch einen Fünf. Es ist männlich, na ganz toll. Na, total toll. Ich wollte ein weibliches haben. Egal, dann wird das wie bei Schwarz 2 Nico. Ups, ich meine, die S habe ich die ganze Zeit. Sorry dafür. Das muss ich auch noch beheben, damit der nicht so rutscht. So, dann wird es halt Nico. Nico, ich wollte eigentlich Kira nennen, aber egal. Bist du mit Nico als Spitznamen zufrieden? Eigentlich nicht, aber egal. Na schön, ich hätte gerne Igamaru zugefahren.
Ui, wir zwei gehen vielleicht ein System ab. Während sie kriegt gleich einen Zuckerschock. Muss mir noch Stimmen für die ganzen ausdenken. Oh Gott. Gestatten, ich bin Cullen. Nicht. Oh Gott. Nett, dich kennenzulernen, Froxy. Jetzt sind wir alle waschechte Pokémon-Trainer, wenn das mal kein Grund zum Feiern ist. Ach, bevor ich es vergesse, ich habe auch noch etwas für euch. Dieses nützliche Gerät wird euch dabei helfen, euer Wissen über die Pokémon zu vertiefen. Pokédex. Oh yeah. Der Pokédex, den ich euch gerade überrichten habe, ist ein hochmodifiziertes Forschungsgerät. Er legt automatisch für jedes Pokémon, den ihr begegnet, einen Eintrag an. Zu euren Informationen, der Pokémon-Professor erwartet, dass wir unsere Pokémon auf Reisen gehen und den Pokédex vervollständigen. Mit anderen Worten, der Professor hat uns eine sehr wichtige Mission anvertraut. Wir dürfen ihn nicht enttäuschen. So, ich hoffe, man hat jetzt nicht gehört, dass ich genießt habe, weil, oh Gott, ich habe in letzter Zeit Niesanfälle. Ich hoffe, dass das nicht auf den Aufnahmen jetzt vorkommt. Mach dich mal locker, Trovato Tomato. Aber es muss nicht immer vor dem Vergnügen kommen. Lady S, schau mal hier, das ist ein Brief vom Professor. Er ist an deine Mutter adressiert. Brief vom Prof, ja, von der Prof. Professor Platan wird sich sicher freuen, dass die Übergabe glatt gegangen ist. Wir machen uns jetzt auf die Suche nach neuen Pokémon für unser Team und den Pokédex. Oh yeah! Wir wurden aus allen Kindern der Kreisregion ausgewählt und ausgerüstet, mit einem Pokémon und einem Pokédex auf Abenteuer zu gehen. Aber bevor es soweit ist, solltest du deiner Mutter diesen Brief überreichen. Okay. So, dann muss ich mal kurz. So, wechsle ich mal hier unten und schon wieder. So, dass man meinen Finger nicht sieht. Aber ich muss hier wechseln, weil ich die Dings sehen kann. So, dann gucken wir uns mal Nico an. So. Okay, hat ein robustes Wesen und ist hinterhältig. Nico, du bist hinterhältig. Irgendwie passt das zu dir. Irgendwie passt das zu Nico, dass er hinterhältig ist. Oh Gott, wenn er das hier sieht. Das muss ich wissen. Oh Gott, wenn Nico das hier sieht, der wird mich so fertig machen. Er wird mich so fertig machen. Nein. Ein Moment noch, Lady S. Hm? Ich hätte gerne, dass du mein erster Gegner bist. Es ist soweit, Igamaru. Unser erster Kampf. Ein Pokémon, das so knuffig ist wie du, kann gar nicht verlieren. Okay, eine Aufnahme vom Pokémon-Trainer Sanna. Igamaru wird vom Pokémon-Trainer Sanna in den Kampf geschickt. Gut, Nico! Du schaffst es! Blutattacke. Bam. Ranke nicht. Das, von was ich zu finde, ist Sonne mal ein Rival ist, der ein weibliches Pokémon als Starter hat. Die war noch immer männlich. Das war mehr Blut. Das war. Und die Kuh hält 67 Erfahrungspunkte. Oh yeah. Und Level 6. Oh nein, ich wollte meinen süßen Igamaru eigentlich noch ein bisschen länger ansehen. Zusehen, sorry. So, ein bisschen Geld. Wow, du hast es echt drauf, Lady S. Warte, ich heile deine Pokémon. Yay! Sag deiner Mutter einen schönen Gruß von mir. Ja, ich würde sagen, das war's für diesen ersten Part von Let's Play Pokémon Y. Im nächsten Part werden wir unserer Mutter den Brief übergeben. Und wer weiß, werden wir vielleicht das erste Team fangen. Wer weiß, lasst euch überraschen. Bis dann, Leute. Tschüss.